Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Mein Kopf war am Mikro, ist ein bisschen weit weg. So. Ja, eigentlich wollte man ja nur starten. Aber es gibt da ein kleines Problem. Wir werden noch nicht direkt losstarten. Denn folgendes. Ich zeige es euch im Moment. Ich habe kurz noch auf Screen was gebaut. Das kann ich gleich noch zeigen. Das ist nichts weiter, also ist jetzt nichts Großes oder so. Hab nur am Markt unten noch was verändert. Und zwar, das alles hier, dieses Lagersystem, ne? Es kam das Thema auf, zum Beispiel beim letzten Gronkh-Stream, mit dem ME-Lagerungssystem. Ich kannte das nicht, habe gesagt, okay, guckst du mal, was es damit auf sich hat. Hab mir das angeguckt und was soll ich sagen, es ist jetzt drin. Oh Gott, wie wird das geschrieben? Ich habe keine Ahnung, wie das geschrieben wird. Jedenfalls, es ist drin. Nein. Ich komme gerade nicht drauf, wie es geschrieben wird. Jedenfalls, der Mod ist nun drin. Denn, wo ich sage, das ist lohnenswert, es wird von der Performance her sollte es besser laufen. Ergo, würde ich sagen, nehmen wir das auch. Ne, also, wir werden das komplette Lager dann im Prinzip ausräumen. Hier unten wird dann im Prinzip eine riesige Serverbank reinkommen. Eine riesige Serverbank. Die immer noch klein sein wird im Verhältnis zu dem, was in der Hauptstadt sein wird. Und genau hier, die Kiste kommt dann weg. Und hier an der Stelle wird dann... Komm, was? Mikrostille schräg? Kopfhörer. An der Stelle wird dann quasi ein Monitor sein. Ein PC-Monitor. Und da können wir da rangehen und können alles... Ja, uns angucken. Kein Problem. Also, das sollte richtig, richtig gut werden. Natürlich braucht das auch Strom. Das System braucht Strom. Allerdings können wir den Strom da unten mit einbauen. Und das können wir über Kisten, Trichter, ja, so einbauen, dass das dann immer wieder nachgefüllt wird, dass die Öfen den Strom erzeugen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Strom zu zeigen. Ich weiß allerdings noch nicht, wie. Jetzt regnet es auch noch. Könnte ich eigentlich schlafen gehen, wo es gerade Nacht? Jedenfalls, der Mod ist drin, einfach weil mir. Ich finde, wir brauchen echt ein anderes Lagerungssystem. Kommen jetzt nicht mehr auf die Technik oder so an. Ne? Das ist mir an sich ziemlich egal. Die Technik machen wir auch nicht außerhalb. Wir machen die nur innen drin, dass sie ein bisschen versteckt ist. Aber für uns ist es natürlich wesentlich einfacher. Wir können nur ganz einfach in dem Monitor suchen, welches Item. Wir sehen sofort, wie viele Items wir von welchen haben. Es wird automatisch sortiert, das heißt, wir können alles in die Kiste, wenn wir jetzt wandern waren, Rucksäcke ausleeren, einfach in die Kiste rein und es wird automatisch alles einsortiert. Komplett. Also wir brauchen uns um nichts mehr kümmern. Und wir haben dann die ganzen Rohrleitungen nicht mehr. In den Rohrleitungen bewegt sich nichts mehr. Die Motoren sind auch dann weg. Die brauchen wir auch nicht mehr. Heißt, es sollte an sich wieder ein bisschen performance-technisch besser sein, sogar nochmal sein. Na, 30 FPS ist ja normal. Wir können... Dass wir Stromleitungen wegmachen, das machen wir demnächst mal, machen wir nicht jetzt. Jetzt machen wir nochmal was anderes, und zwar, ich habe in letzter Zeit mal wieder viele Abonnentennamen hier aufgeschrieben, die ich gerne mit in meiner Welt drin hätte. Ja, und das möchte ich machen, nicht heute, da ich bei einem zum Beispiel noch auf den Namen warte. Da muss aber erstmal die Eltern gefragt haben, weil die, das ist ein kleines Mädchen, die ist 7. Und die guckt auch mit ihrer Oma hier zu. Ja, und muss ja erstmal übrigens gefragt haben, die Eltern, ob die das überhaupt wollen, dass der Name dann hier drinnen mit ist und so, ne? Wisst ja, wie es ist, im Internet ist es immer so eine Sache. Das verstehe ich, ist okay. Und da muss ich erstmal warten. Und wenn das dann durch ist, wenn ich das dann darf, wenn wir den Namen mit hier nehmen dürfen, dann, ja, kommen hier alle im Prinzip mit rein. Das sind, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die neu dazukommen dann. Und in Bezug auf die Abonnenten jetzt, also auf euch. Ich habe ja überall so ein paar Leute hingesetzt, also überall sind quasi ein paar, zum Beispiel der Daniel, der ist in Sofengarde. Übrigens nicht mehr, das ist der Punkt. Ich habe mir überlegt, Abonnenten, also so die NPCs der von euch direkt, die möchte ich schon alle so ein bisschen an einem Fleck haben. Ja, die möchte ich hätte gerne alle an einem Fleck, und zwar hier in unserem kleinen Dürfchen. Ja. Das habe ich auch nochmal noch übrigens offscreen so ein bisschen fertig gebaut, das kleine Infocenter.
habe ich mir noch von Sovngarden eine Karte gemacht. Und ja, die habe ich jetzt einfach 2-4er gelassen. Wir brauchen hier hinten nie noch gucken. Ich meine, wir haben das Dorf hier, wir sehen das Dorf super. Ne, man sieht sogar die Schienen, sieht man sogar, man sieht den Lokschuppen und alles drum und dran. Ich denke, das ist okay. Wir müssen allerdings jetzt noch was machen. Wir müssen uns noch was craften. Wir gehen dann später in der Aufnahmesession heute. Übrigens, ich habe mich nochmal entschieden, dazu halt Facecam anzumachen. Die anderen Folgen mit Facecam sind noch nicht durch. Aber ich habe gerade einfach Lust. Ich habe gerade auch Mut. Ich traue mich das gerade einfach mit Facecam. Ich weiß nicht, woher der Mut kommt, keine Ahnung. Und dieses Selbstvertrauen gerade mit Facecam aufzunehmen. Mütze natürlich wieder. Ich denke, ich werde das so als Beispiel als Markenzeichen machen, ne? Ich fühle mich mit Mütze wohler, wenn ich aufnehme. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich fühle mich auch mit Sonnenbrille draußen wohler. Weiß nicht. Weil mir dann niemand direkt in die Augen gucken kann. Ich weiß nicht warum. Das habe ich jetzt hier nicht. Dafür fühle ich mich hier mit Mütze wohler. Keine Ahnung. Ist halt so ein Tick wahrscheinlich von mir. Weiß nicht. Jedenfalls, den Herrn Daniel, den habe ich hier schon mal im Kloner drin. Ich habe nämlich eine Idee, wo der hinkommt. Der wird zusammen mit Lord Nexus auch einziehen. Lord Nexus, du wirst auch mit einziehen. Und ja, ich habe einen Platz für euch beide. Da ich ja nur über die beide ein bisschen was erfahren habe. Lord Nexus zum Beispiel aus unserer kleinen Community. Vielleicht hat die eine oder andere schon mal gelesen, den Herrn Lord Nexus. Der macht nämlich eine Ausbildung, oder wird demnächst eine Ausbildung machen, zum Lokführer. Und ja, da habe ich mir gedacht, da ja viele hier Eisenbahnfans sind und das natürlich thematisch eigentlich ziemlich gut passt, da müssen wir jetzt nämlich erstmal. Toll. Toll. Ich muss mal ganz kurz gucken. Die kleine grüne, ich finde die sehr niedlich. Okay. Mhm. Da fällt mir gerade ein. Wir dürfen uns die theoretisch sogar aus dem Krea holen. Weil, also für alle, die neu dazugekommen sind, wir haben, ist schon eine Weile her, wir mussten das Schienennetz im Prinzip auf eine neue Version updaten. Da gibt es einen Knopf, der updatet die Schienen, löscht aber alles, was auf den Schienen steht. Eine grüne Lok ist zum Beispiel weg, samt einem Hänger. Eine große schwarze, nee, es ist sogar noch mehr weg. Alles aus Sovngarden ist übrigens auch verschwunden. Das heißt, zwei große schwarze Dampfloks können wir jetzt eigentlich theoretisch wiederholen. Und einige Hänger, die sind alle weg. Also die können wir uns theoretisch alle über den Krea-Mode jetzt wiederholen. Das werden wir auch machen. Da sparen wir uns die Ressourcen. Ich meine, wir hätten es ja eigentlich gehabt, ne? So ist es ja nicht. Halt, hier war's. Wir wollen eine. Ach hier. Eine grüne. So. Mehr wollen wir auch gar nicht. Denn ich habe da nämlich eine schöne Idee. Ich habe eine schöne Idee, denke ich. Wo Herr Lord Nexus und der Daniel hinkommen. Habe ich oben noch. Ich weiß halt nicht, ob hier noch Ton und sowas drin ist. Ja, nicht viel. Ich habe nämlich eine Idee, wartet mal. Das war doch hier, oder? Wartet. Das war doch hier. Hier ist der Rechen. Hier war doch irgendwo auch. Besen und Mob war hier eigentlich auch noch irgendwo. War das woanders? Ich hoffe, dass es für beides im Prinzip reichen wird. Wir brauchen definitiv beides. Denn, guck mal, ein Fischmob. Ja, sehr gut. Und jetzt brauchen wir noch ein Wassereimer, genau. Könnte man noch irgendwas hinsetzen? Ja.
Nee, die definitiv nicht. Was könnte man denn noch? Ich überlege gerade, was noch dazu passen würde. Zu der Idee. Nee. So, wieder hier. Könnte noch irgendwas dazu passen? Was könnte dazu passen? So ein Kohlehaufen könnte noch gut dazu passen, ja. Definitiv. So eine Wasserpumpe könnte auch noch gut passen. Okay. Das haben wir. Und ja, also ich habe mich auch entschieden, diesen ME-Mod reinzumachen. Also, das ist kein Mod. Also, nicht, der heißt nicht ME-Mod. Der hat einen anderen Namen. Ich komme aber gerade nicht drauf, wie der heißt. Da, wenn wir jetzt so und so nochmal gen Norden in ein ganz neues Biom dann aufbrechen, mit den Taubensachen, die wir uns dann gleich noch basteln müssen, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, da können wir halt dann, da können wir das von dem neuen Mod dann im Prinzip auch gleich noch suchen. Sonst müssen wir dann für den neuen Mod extra nochmal eine Wandertour machen und die kann natürlich dann sonst wohin führen. Und da mache ich das gleich mit rein und wir können das dann zusammen alles suchen. So, passt auf, ich habe da eine schöne Idee. Also der Herr Lord Nexus, der wird jetzt gleich mit einziehen. Daniel zieht um. Ich kann euch noch einen Markt zeigen, was ich da noch gemacht habe. Ich muss mich wieder unten hinsetzen hier. Könnte man hier ersetzen, den Brennbock, oder? Würde gut passen vielleicht. Oder hier hin so. Da hinten auf das Abstellgleis, aber da kann man nicht so gut... Ist ganz okay, denke ich. Schade, ich wollte den gerne hier so ranlehnen. Aber das können wir natürlich auch anders machen. Hallo. So, können wir jetzt löschen. Was von diesen NPC-Klonern, ne? Da habe ich noch welche. Müsste ich noch welche haben? Ja, hier. So, jetzt haben wir noch das hier. Bahnhofsvorsteher ist natürlich nicht mehr richtig. Das ist natürlich nicht richtig. Bahnhofsvorsteher. Lokführer. Genau. So. Ah, das sieht doof aus. Ich habe gehofft, der hat das. Ja, okay. Schade, ich habe gehofft, der hat das richtig in der Hand irgendwie. Das ist so ein Wischmopp, dass er gerade die Lok sauber macht oder sowas. Das hätte ich jetzt cool gefunden. Stehend. Manuell. Null ist da, okay. Dann machen wir das. 180, dann müsst ihr jetzt genau zum Lok gucken. Ne, der macht ja vielleicht gerade was sauber. Ich hätte das kann jetzt hier irgendwo. Schade. Ja, okay. Das kann man machen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Eimer haben. So. Und hier zum Wasser. Ne, also für Wasser. Das können wir hier hin machen. Dass man hier Wasser holen kann. Dann machen wir jetzt nämlich noch. Hier hin. Und.
Nexus, das sind schon mal. Ich habe mich einfach jetzt mir eine Liste zu machen. Entschuldigung. Das haut hin. Daniel, ich hoffe, das ist okay. So, der guckt auch schon den Kohlehaufen an. Das, ja. Ein Lokführer muss das wissen. Ausbildung, guck Kohle an. Das ist okay, ja. Kann man machen. Gehört auch dazu, man muss auch wissen, wie die Kohle aussieht. Das ist perfekter Lokführer-Look. Komm nochmal hoch. Dankeschön. Geht jetzt wieder runter. Ja. Lord Nexus, du fällst runter, das ist schlecht. Schlecht dich mal eben. Machen wir nochmal das Ganze. Ich hoffe, jetzt klappt's. Okay. Aussehen. Militär? Nein. So. Zurück. Du fällst jetzt aber nicht durch den Boden, oder? Und du auch nicht. Oder Blümchen? Oh, Blümchen. So, ne, die zwei Herrschaften, die warten hier quasi jetzt die Lok. Ich denke, das ist ganz okay, oder? Ich werde mir gleich mal das Stift. Moment. Ich laufe mal eben zurück und ich schreibe mir das immer auf, dass ich weiß, wer von euch schon dabei ist. Huch. Ne? Dass ich ein bisschen Überblick habe, weil sonst kann man sehen, ich setze jemanden doppelt und das wäre natürlich unfair der anderen gegenüber. Ups. So, jetzt zeige ich euch mal noch einen Markt. Wie der sich verändert hat. Nicht sehr, aber ein bisschen. Und zwar, der Markt hat jetzt hier zum Beispiel noch einen Stand und hier noch einen. Ne, das ist ein kleines bisschen größer ist er geworden. Und der hier. Da habe ich jetzt einen neuen Shop gemacht. Na, das ist so ein Abenteuer-Shop. Der hat hier ein bisschen was. Der hat hier zum Beispiel diesen Standardanzug von diesen Kult-Rittern, Kriegern, keine Ahnung. Hier schon ein paar gewöhnliche Gürtelringe und so. Hier noch für Zauberer einen Hut. Und einen einfachen Lederrock. Hat noch kein Geld. Ich muss ja noch einstellen, dass das so und so viel kostet. Das muss ich noch einstellen. Ja, und hier haben wir noch mehr Shops. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein ganz großer. Also 7 Stück. Können wir doch machen. Wir können hier noch ein paar Shops hinsetzen. Fände ich eigentlich ganz schön mit diesen bunten Dächern hier so ganz eng, ne, so dass man so einen kleinen Markt richtig hat. Fände ich echt cool. Wir könnten auch, was wir machen könnten, wenn wir hier so einen Markt haben, hier können wir noch einen kleinen Stand hinsetzen, das Gänge. Aber das hier weg, also das hier. Das Feld hier weg und hier nochmal in der Mitte quasi, ne, wenn ihr das so habt, so eine Bahn in der Mitte und links und rechts hat man dann nochmal solche kleinen Buden quasi. Dann hat man hier nochmal einen kleinen Markt, der Markt ist dann eher recht groß, ne. Viele kleine Stände, alles drum und dran. Sieht bestimmt voll schön aus, aber ich weiß nicht, was wir noch für Händler machen können. Wenn ihr Ideen für Händler habt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Das wäre echt gut zu wissen. Gut. Wollen wir noch was? Ja, der neue Mod, habe ich erzählt. Das mit den Abonnenten, habe ich erzählt. Ja, und dann würde ich sagen, bereiten wir jetzt die Reise vor. Wird oder könnte natürlich passieren, dass das Minecraft wieder abstürzt. Das könnte passieren. Jetzt rutsche ich wieder nach hinten. Kann schon passieren.
Aber ist nicht aufgefallen, bei der letzten Reise, ne? Klar, am Anfang ist es passiert, dass es abgestürzt ist. Einfach close und gut. Und dann aber nie wieder. Immer wenn wir wandern, einmal. Nicht mehrmals, nur einmal. Ich verstehe es aber nicht, warum. So. Unser Schwert ist auch dabei. Da fällt mir gerade was ein. Der Baum, ne? Der ist ja so schön bei uns hier reingewachsen. Ist der auch unten in die Elektronik reingewachsen? Das regnet schon wieder. Ja, da tun wir das nämlich hier. Da kommen hier unten eine richtige Servobänke hin. Ich überlege gerade, wie ich hinkomme zu dem Mod. Laufwerk, da können wir. Das ist Applied Energy Sticks. Oh Gott. So, Applied Energy Sticks. Hier haben wir das Zeugs. Zertusquarzblock. Wir müssen natürlich über diese Zertusquarzkristalle. Meteoritenkompass, dann können wir noch Meteoriten suchen. Dafür brauchen wir aber erst sowas. Drahtloser ME-Zugangspunkt. Freaks-Perle. Also, echt interessante Sachen. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine ME-Truhe. Das wäre zum Beispiel eine ganz kleine Lagerungseinheit. Aber die großen Lagerungseinheiten, das sind die hier zum Beispiel. Da können wir jetzt ganz viele Disketten reinmachen. Die Disketten. Moment, nein, nicht so weit. Aber dabei, wo sind sie denn? Disketten? Moment. Wo sind sie hin? Moment. Hier. Ne, hier hat man solche Disketten. Oder müssen noch mehr sein? Also. Da müssen noch mehr sein. Wo sind die alle hin? Jedenfalls, das sind solche Zellen. Ne, also solche Laufwerke. Es sind einfach Laufwerke, wie hier im PC drin sind. Sowas, so müsst ihr euch das vorstellen. Ne, und davon kommen halt. Davon kommen halt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Also einige Reihen. Und da gibt es auch verschiedene Größen. Hier haben wir sie doch. Ich habe die gar nicht gesehen. Guck mal hier. Hier haben wir eine 16K. Also 16.000 Bytes. Okay. Ich weiß nicht, wie viel das im Endeffekt ist. Und 63 Typen. Also man kann in einem so ein. 63 verschiedene Arten von Items lagern. Und von jedem Item. Im Prinzip 16.000 Einheiten können maximal drin gespeichert werden. Ne? Also ihr habt jetzt eine so eine Festplatte, 16K. Tut jetzt das hier rein, das. Ne? Ganz viele verschiedene Items. Dann habt ihr vielleicht 10 von 63 Items. Und für jeden dieser Items könnt ihr dann aber insgesamt 16.000. Ja. Und jetzt stellt euch vor, man hat davon, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, wie viel drin sind, 3. 5, sind 10 Stück. 10 Stück. 10 mal 63. Und dann dieses Teil 10, 20, 30 mal. Der richtige fette Serverbank, wie man das so kennt. Wo Internetseiten drauflaufen und etc. Ne? Also, wo Steam-Server, alles drum und dran. So richtig ein Serverraum. Voll mit den Disketten. Und das ist aber im Endeffekt ist genau das, wesentlich. Ach nö. Ach nö. Wie hab ich das gemacht? Sven, Hilfe! Das ist dieses blöde. Ja. Naja. Keine Ahnung, wie ich das mal einstelle. Ich komme da immer auf irgendeinen Knopf. Ich weiß natürlich nicht auf welchen, keine Ahnung. Sven weiß das aber, ist unsere kleine Community, wie das wieder weggeht. Sven! Schreibt mal in die Kommentare, solange muss ich das mit dem nämlich spielen. Ja, guck mal, jetzt hat man hier zum Beispiel, ich kann mal runtergehen. Ich kann es euch mal direkt zeigen, wir gehen mal runter. Gucken uns das mal an. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt hier runter geht, hat dann hier auch 3 hoch. Man kann jetzt 4 hochgehen. Ne, hier auch 4 hoch. Dup. Überall komplett auf beiden Seiten solche richtigen massiven Serverbänke. Das alles verbunden. Und das geht dann alles. Man kann ja hier diese Bahn im Prinzip dann nutzen. Die geht dann hier hin.
wo die Kiste jetzt ist. Und da oben haben wir dann einen kleinen Monitor. Und da können wir dann draufklicken und können das ganze Lager bedienen. Können alles rausnehmen, dort auch direkt reinlegen, alles. Perfekt. Wir gehen mal jetzt schnell schlafen, bevor hier der Regen so einen ganzen Tag andauert. Ich hoffe, es geht noch zu schlafen. Ah, ha, ha. Toll. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal, vielleicht hört da weiter Regen auf, das Zeug, was wir brauchen von Towncraft. Was war denn das alles? Den Tisch, ja gut, egal jetzt. Den Tisch brauchen wir jetzt noch nie. Oder brauchen wir den? Das Thermonomikum wollten wir uns durchlesen. Kamesin-Riten. Das Ding sieht böse aus, aber cool. Böse, aber cool. Das ist das Thermonomikum, das wollten wir uns durchlesen. Ich wollte jetzt aber ganz kurz gucken. Das hier. 2 Gold, ein Glas, dann diese Scherben. 2 Gold, ein Glas, die Scherben. 2 Gold, ein Glas, die Scherben. 2 Gold, ein Glas, die Scherben. Krieg mal hin. Krieg mal hin. Ich muss nochmal kurz anmachen, unser Storage. Hopp. Ja, das wird dann irgendwann richtig schön optimiert. Gut, die Scherben. 2 Stück. So. So. Und jetzt das Thermometer. Sehr gut. Ich hole es mal mit das rein. Was haben wir jetzt hier? Das Thermonomikon? Wo haben wir das hingetan? Ah. Oh, das nervt. So, wir gucken uns jetzt mal das Thermonomikon an. Jetzt wird es aber dunkel, ne? Jetzt, ne? Oh, es gewittert. Danke. Das ist gut, dass jetzt gerade Nacht ist. Jetzt gucken wir uns mal das Buch an. So. Wir haben ja hier das schon, die Pechs, das hat man ja schon. Verzauberung. Man fügt einige einzigartige Verzauberungen zu. Hast. Reparieren. Cool. Erze. Damit kennen wir nur, das kennen wir nur schon. Werkbank. Formlos. Man kann aus diesen, wenn man diese Scherben nutzt, kann man solche Bündel machen und die Bündel kann man dann, glaube ich, sogar setzen. Das ist cool. Wir haben übrigens den Bernstein, habe ich gesehen. Der Bernstein ist schon von Towncraft. So kann man sich ein Thermonomikon machen. Wissensfragment. Oh. Reise könntest du auf Fragmente antiker und verlorener Wissens treffen. Einzeln bringen sie nicht lediglich ein paar Forschungspunkte, wenn benutzt. Aber wenn du genug von ihnen bekommst, könntest du an einzigartige Forschungen kommen, die du fortführen könntest. Für gewöhnlich kann die Forschung, die sie enthüllen, nicht auf normale Weise erhalten werden. Okay, das klingt gut. Können wir nicht angucken? Das haben wir gebaut. Anfangs kannst du noch nicht alle Objekte untersuchen, da du noch nicht ihre Verbundsaspekte entdeckt hast. Okay, das müssen wir uns von vorne durchlesen. Du kannst ohne Forschungspunkte keine Forschung betreiben. Der beste Weg, diese zu bekommen, ist, indem du die Welt erforschst und Objekte untersuchst. Zuerst musst du dafür einen Thermometer, siehe nächste Seite, herstellen. Du untersuchst Objekte und Kreaturen, indem du deinen Thermometer darauf richtest und die rechte Maustaste gedrückt hältst. Es dauert nicht lange, aber währenddessen ist deine Beweglichkeit eingeschränkt. Anschließend zeigt das Thermometer an, welche Aspekte das Objekt enthält in der unteren rechten Bildschirmecke. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Ein Objekt mit Lux beispielsweise kann nur dann erforscht werden, wenn du zuvor Lux entdeckt hast oder die Aspekte kennst, aus denen es kombiniert wird. Wenn du einen Aspekt das erste Mal entdeckst, erhältst du die doppelte Anzahl an Forschungspunkten, wie normal. Objekte und Kreaturen können für gewöhnlich nur einmal untersucht werden. Manche enthüllen eine Untersuchung, Hinweise und Einblicke in eine, taumaturgische Forschung, deren Notizen du für weitere Forschung benutzen kannst. Eine so entdeckte Forschung hat ein oranges Symbol.
Okay, es gibt viele Möglichkeiten. Mal verbinden. Gut, soweit sind wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal. Wir entdecken jetzt erstmal, würde ich sagen. Warte mal. Aspekt der Magie. Oh, wie cool. Okay, das ist das Zeug, was wir im Prinzip entdecken können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Der dritte böse Warp. Ist aber die Überschrift Flux. Wenn ein Warp die mentale Manifestierung von schiefgelaufener Magie ist, ist Flux die physische. Ach du Backe, Leute. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Auren und Nodien. Die Aura ist ein Feld von magischer Energie. Das war das, wo die letztens ringsrum standen. Die Herkunft ist unklar. Einige glauben, dass sie die akkumulierte Lebenskraft der Lebewesen ist, während andere glauben, es sei lediglich eine andere Art von Energie, die aus irgendeinem anderen Ort sickert. Das zweite wäre durchaus möglich, da man ja in dem Obelisken eine Art eigenes Universum sieht. Wo war ich jetzt? Die letzte Theorie scheint wahrscheinlicher zu sein, so wie die Aura oft anzutreffen ist als eine Nodi, der konzentrierter mystischer Energie bezeichnet als Aura Nodi. Toll. Aura Nodi. Klingt cool. Jetzt können wir forschen. Hier sind wir jetzt noch mehr. Gut. Basisstabkunde. Oh Gott. Eisenbekappter Holzstab. Wir können uns einen Stab machen. Der Zauberstab ist das einfachste, aber wichtigste Werkzeug für einen Taumturgen. Mit ihm fertigst du magische Gegenstände, benutzt Blöcke wie den Tiegel und erledigst viele weitere Aufgaben. Wenn wir das im großen Forum, in der großen Form haben, dann treffen wir diese blöden Kultisten wieder.